So, hi. Da bin ich wieder. Wo ist meine Siegesfeier? Na gut, ich gehe mal zum Weisen. Denn das ist ja immerhin der Typ, der uns losgeschickt hat. Hi. Nero, du hattest Erfolg. Du warst Zeuge der Wiederkehr der Kontinente jedes einzelnen Turms. Doch nur das Land ist neu erstanden. Es gibt noch kein neues Leben. Nero, ich möchte dir etwas zeigen. Lass uns nach draußen gehen. Draußen gibt es in östlicher Richtung eine tiefe Erdspalte. Folge mir. Okay. Östliche Richtung, sagte der, ne? Oh, oder ist es außerhalb des Dorfes? Hä? Ich check das nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt den Weisen hinterher? Ich guck erstmal, glaube ich, so ein bisschen in der Weberei vorbei. Ja, ich gehe mal in die Weberei. Ich glaube, das ist, dass der Wichser da außerhalb ist. Nein! Bitte komm nicht rein! Was? Warum? Tut mir leid, Nero. Ich kann dir nicht in die Augen. Ich habe gehört, dass du von hier weggehst. Mein Lachen sollte dich begleiten, aber mir ist... Ich weiß nicht warum, aber ich muss weinen. Oh, eines Tages wirst du sicher zurückkehren. Bis dahin werde ich warten. Ich bin sicher, dass ich an diesem Tag auch wieder lachen kann. Komm bald zurück. Oh. Na gut. Das war dann wohl unser Abschied von Melina. Gut. Dann werden wir das Dorf mal verlassen. So, dann muss ich jetzt einmal schauen. Ich muss in östliche Richtung. Es ist nicht hier lang. Ich denke mal, das ist dann irgendwie Richtung bei dem anderen Turm. Bei dem fünften meine ich. Dass es irgendwie da lang geht. Hier war Polynesien. Wo muss ich denn lang? Ist alles dicht? Bin ich jetzt doof? Hier oben war Mu. Aber das hier ist Westen. Wo muss ich denn lang? Was ist denn das für ein Scheiß? Oh!
Nehmen wir das da. Erdspalt. Wo ist denn der Weise? Da ist er. Alles klar. Moin. Der Erdspalt führt zur Oberwelt. Es ist ein seltsamer Ort. Ein riesiger Ozean mit vielen Inseln. Einst stand die Welt in Blüte. Reich an Tieren und Pflanzen, doch alles Leben verschwand und zurück blieb nur ödes Land. Ich wünschte, wir könnten die Oberwelt wiederbeleben. Unglaublich. Ich würde gerne versuchen, dir zu helfen. Ja, ich fühle... Oh, ja, ich fühle, dass ich dazu bestimmt bin. Hör meine Worte. Nero, begib dich zur Oberwelt und versuche, sie zu retten. Dort angelangt kannst du nicht zurück, bis alles vollbracht ist. Bist du bereit? Ja! Lass mich dir noch einen Rat geben. Der Kristallspeer aus der Truhe besitzt nur hier die Kraft, dich zu heilen. In der Oberwelt verliert er sie. Dort musst du Heilknollen benutzen, um deine KP aufzufüllen. Setz deine Heilknollen weise ein. Auf diese Weise ist dir ein langes Leben gewiss. Sieh den Gefahren ins Auge und du wirst alle Prüfungen meistern. Genug der Worte. Geh nun. Und tschüss. Wow. Und da fliegt der Nero. Kapitel 2. Fauna und Flora. Oh Gott. Was ist geschehen? Langsam öffnet Nero die Augen und erblickt ein Land ohne Leben. Ich bin an meinen Bestimmungsort angelangt. Es gibt kein Zurück mehr. Was für eine traurige Welt. Öde Steppen und klamme Luft. Kein Zeichen von Leben. Wie soll ich die Welt von ihrem Elend befreien? Da ist Push, da ist Fluffy. Klage nicht, mein Freund, lass uns nachdenken. Ich wurde auserwählt, diese Welt zu erlösen. Ich bin mir meiner Verantwortung voll bewusst. Doch liegt die Rettung wirklich in meiner Macht? Du wirst es nicht erfahren, solange du hier stehst und redest. Tja, gut. Gut, alles klar. Laufen wir mal. Schauen uns hier mal ein bisschen um. Kann ich hier eigentlich... Ah ja, ich kann hier runterspringen. Ah, die Weltkarte. Ui. Amazonas! Cool. Da haben wir eine Seele und einen Kristall. Willkommen beim Magier. Was? Nein, halt, stopp. Okay, ja, gut. Ja, nehmen wir. Okay. Ach so, ah, ich komme da so lang. Das sind nur diese Schatten. Nero hält einen Kristall. Okay. Cool, habe ich ja schon mal den Magier gefunden. Lumina! Komm her. Komm her. Jetzt. Nero, komm doch etwas näher. Ich warte seit langem auf dich. Höhle. Höhle mit Speicherpunkt. Okay. Es
ist denn das? Okay. Wow. Eine Höhle. Wenn dieser Baum ein Mensch war, sind diese Gänge seine Adern. Geil. Was bist du denn? Oh, nee. Cool, Geld. Oh, ah, Feuerblumen. Okay, ich muss den einfach ausweichen. Oh, cool, da ist was drin in den Dingern. Geile Scheiße. Was ist das denn für eine Rasierblume? Hi, Knolle. Au. Ja, ich heile mich ja jetzt nicht mehr von selbst, da muss ich ausmachen. Aha. Noch eine Wunder... Oh, eine Wunderknolle sogar. Geile Scheiße. Hi. Oh, was ist das denn? Oh Gott, sind das viele von diesen Feueridioten. Oh, hi! Na, ihr zwei? Haben wir schon fast gedacht. Wunderknolle. Wenn es so weitergeht, sollte ich gleich mal eine nehmen. Oh, cool. Level up. Level 8 erreicht. KP steigt um 7. Stärke um 1. Ab. Glück um 1. Abwehr nicht. Okay. So, ich nehme mal eine Heilknolle. So, okay. Eine Seele. Pflanzen entstanden aus einem einzigen Baum und brauchten Zeit. Durch die Rettung des Sonnenbaums soll die Welt wieder erblühen. Okay. Fischi! Ja, die lassen wir jetzt mal links liegen. Ja, toll. Ha. So. Okay, was muss ich denn jetzt hier machen? Muss ich da jetzt echt runterspringen? Heilknolle, cool. Ey. Ey. Gegengift. Ah.
Eiknolle. Sonnenstab. Was kann denn der Sonnenstab? Cool. Ja. Wunderknolle. Gehen wir mal hier lang. Das sieht gut aus. Wow. Was ist denn hier? Giftiges Gas. Was? Gegengift, bitte. Kann ich nicht irgendwo... Ah, Moment, das war jetzt doof. Ah, bevor ich das Ding jetzt verschwende, ich will noch einmal kurz lesen, was da steht. Giftiges Gas eingeatmet. Nero schwindet in die Sinne. Okay, gut. Ja, ich denke mal, da brauche ich das Gegengift. Okay, das brauche ich jetzt nicht. Dann da kann ich da wohl noch nicht lang. Noch ein Gegengift. Ich hab bald fast 1000 Goldmünzen. Mist, Fischis! Nö. Aber hier war ich ja schon. Okay. Oh, Moment, ich soll doch abspringen. Oh, was? Komm, das war knapp. Das kann man garantiert schaffen. Wenn man richtig springt. Sag mal. Wieso springt er denn nicht? Und... Oh, Alter. Sag mal, wieso springt der nicht ab? Er ist gerade eben auch gesprungen. Okay. Wahrscheinlich soll ich da nicht rüber. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich lang muss. Die Felsen hier hatte ich ja schon verschoben. Da drüben war diese scheiß komische Tür mit dem Gift. Ich muss mal, warte mal. Ach,
noch irgendwo eine Karte. Nein. Da, magische Karte. Aber ich denke mal, diese blauen Dinger sind das... Ist es Wasser oder nicht? Ich werde mal eben... Ich muss mich mal kurz in die Karte reinfuchsen. Ah, okay, jetzt bin ich auf K1. Also das ist das, was hier da oben halt steht. Ich werde mal... Ups. Das heißt also, ich müsste nach da... Moment, ich muss mich echt jetzt mal... So, wo bin ich jetzt? Hä? Okay, ich check das irgendwie gerade überhaupt nicht. Komm doch, er zeigt mir doch an, dass da oben irgendwo eine Tür ist. Da komme ich doch nicht hin. Und wenn ich da jetzt bin, ich wette mit euch, dann bin ich da irgendwo unten links.